Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 201 und wir müssen immer noch die Nether-Essenzen sammeln, oder? Nein, Essenzen einer Magie, eines Magiegespenstes. Uiuiui. Letztens so ein bisschen auf YouTube rumgeguckt. Gesehen, dass das neue Samsung Galaxy S8 rausgekommen oder rauskommen ist. Ich glaube rauskommt am 20. oder so, habe ich gelesen. Was ich komisch finde, dass ganz viele Leute das schon haben. Meine so Redaktion oder so kann ich mir gut vorstellen, weil die ja so eine Art Vorabmodell bekommen. Zum Testen. Aber ich finde, dass recht viele haben das bekommen. Mir das auch holen, aber mir ist das leider zu teuer. Selbst mit Vertrag würde mich das, ich glaube, dann habe ich was von O2. Bin eigentlich auch zufrieden. Aber wird dann noch zusätzlich zu meinem Vertrag, der ungefähr 30 Euro oder so im Monat kostet, nochmal 35 oder 45 je nach Gerät bezahlen. Puh. Finde ich was viel persönlich. Ja gut. Auf der anderen Seite verschenken die Handys. Das musste ich jetzt mal sagen. Das soll auch kein Mimimi sein oder so, sondern einfach nur mal, dass ich das irgendwie nicht verstehe immer alles. Das gibt die Quest Dr. Boom ab. Machen wir doch. Können wir nämlich die eine Quest mit abgeben. Zwei erledigt und rücken so langsam auf die große 70 zu. Machen nämlich recht gut EP. Muss ich mal sagen. Und wir sind immer noch erholt, ne? Rested hier. Und wie das jetzt aussieht, wenn wir zwei Quests abgeben, ob wir dann Sensen haben. Was kommt dann jetzt? 605 Einheit Elemente Energie und Konzern. Na gut, Distanzkraft ist wieder kacke natürlich, ne? Das, was wir eigentlich brauchen. Und das auch nicht, das wir brauchen. Was wir gleich wirklich machen können, noch mal gucken wegen. Ups, nein, das war egal. Müssen hier runter. Wegen Lederverarbeitung. Das würde mich doch interessieren. Ich glaube, wir nehmen die auf jeden Fall mit wegen der Trefferwertung. Die lassen wir mal in der. Oh, lassen wir trotzdem mal in der Tasche. Mal, somit haben wir schon 39 Trefferwertungen, das ist wirklich schon gut für unser Level. Und ich glaube, als 70er, um in die Instanzen zu gehen, ohne Probleme, sage ich mal, treffermäßig, brauchen wir 100 als Jäger. Wie gesagt, wir haben jetzt schon fast die Hälfte. Und es ist schwer, an Trefferwertungen anzukommen. Das behalten wir erstmal. Da noch ein bisschen Post verschicken.
Ach, das können wir auch gleich verkaufen. Nein, die brauchen wir. Die lassen wir auch mal drin. Stimmt, haben wir ja den Bogen letztens bekommen. Aber der macht auch weniger Schaden. Aber der hätte auch wieder Trefferwertung. Dann hätten wir 46 und das wären 3,0. Wo haben wir denn? Da 3,09%. Wie gesagt, das ist eine Menge. Für uns. Natürlich die Nahkämpfer oder so, die brauchen viel mehr Trefferwertung. Die haben definitiv da den Kürzeren gezogen. Und wir halt als Hunter, wir können sagen, oh, ist halt so. Wir brauchen nur noch 9% vom Level. Oh, das heißt drei Quests. Dann halten wir uns dran. Hat bald geschafft. Gehen wir nach da. Ich bin ja schon so aufgeregt. Ein paar Buchsen. Reiche Weste. Kann ich machen. Das ist Heilweste. Also Runenfaden brauchen wir, müssen wir kaufen. Okay. Nee, doch richtig. Ist aber das Tolle am Jäger, ne? Du hast immer deinen eigenen Tank dabei. Das Einzige, was manchmal etwas blöd ist, ist, dass du so nicht wirklich was Heilendes dabei hast. Manchmal reicht Tank und DD. Habt ihr ja schon oft gesehen, ne? Ohne Probleme machen wir das. Zwei Quests, manchmal sogar drei Quests. Außer es sind spezielle irgendwie, die wir dann nicht hinbekommen. Und auch hier ohne Probleme rocken wir die Bude. Müssen wir jetzt da ran, nein. Bei den Fragen wird er nicht auf mal rumhauen. Das heißt, wir müssen da rein. Na, können wir das machen? Ich muss das. Ja, es dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Dann machen die, dann gehen wir da und zurück und dann müssen wir 70 sein. Bam! Schön. Da muss ich mir das vorgestellt. Habe ich mir das nicht vorgestellt.
schöne Sache. Ja, hier müsste richtig sein. Genau, das große komische Ding da müssen wir schalten. Ich fühle mich immer sehr beengt, wenn ich in so komische Räume gehe, weil ich immer Angst habe, dass ich alles pulle und dann sterbe. Was ich denke mal jedem schon passiert ist. Denkt an nichts Böses. Hoppala. Einstellen. Kann man verlieren. Gut. Durch, das wird da. Sonst. Wir abschalten. Er hat kein Ziel. Lass ihn mal abschalten. Das ist nicht. Nein, das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Gerade gucken, wo er heißt. Das da ist das von mir oder nicht? Das ist es nicht. Nicht. Wir müssen erst den Typen, oh, okay. Den Typen töten, ja, umbreitet. Gut. So, den Typen müssen wir erst töten. Dann können wir das machen. Tja. Die Frage ist, wo ist dieser komische Typ? Wenn wir danach gehen, müsste der irgendwo hier draußen sein. Blümchen. Entweder war ja schon jemand, der ein bisschen aufgeräumt hat, wovon ich fast ausgehe, oder der Hintereingang war nicht bewacht. Kernvernichter. Ja, dass hier schon einer war, der ein bisschen rumgemietzelt hat. Gucken wir da, ob da einer ist.
wisst, wie der aussieht. Meistens sehen die ein bisschen anders aus. Ach, mein liebstes Hobby. Suchen. Tja, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tina ist Let's Play WoW, also The Burning Crusade. Und ich werde jetzt mal gucken, wo der eigentlich mal ist. Und in der nächsten Folge werden wir ihn uns dann holen. Auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns.